the Berlin Wall, a terrifying symbol of oppression. Some would pay the highest price for trying to escape the communist regime behind it. But overnight in November 1989, we witnessed one of the defining moments of the 20th century. The wall came down in a symbolic act of people power and brought an end to the Cold War. But the wall's demise would reveal a sinister world of mistrust, censorship, and surveillance that infiltrated every level of society. A war that hid a dictatorship that controlled its people by terror and fear. Der Mauerfall ist so etwas wie der Sturm auf die Bastille in der Französischen Revolution. All those TV images of people celebrating, going totally nuts, popping champagne bottles, you know, acceleration, that was true because it had been so sudden. Umso größer war das Wunder, dass das dann plötzlich, ohne dass ein einziger Schuss fiel, in Auflösung geriet. Und wir sind dann, so wie viele Berliner, andere Berliner auch, mit einem großen Hammer zur Mauer gegangen. Aber damit habe ich nicht gerechnet. The wall coming down signified the end of an era and also the end of a dark chapter in Germany's history. Insofern ist für mich die Mauer immer mit dem Gefühl von Angst und Ohnmacht und perfekter Kontrolle verbunden. Rein Psychoterror. Wir wurden gegeneinander ausgespielt und wir wurden also Misstrauen geschürt. Man muss sich das mal vorstellen, die Platzangst. Die konnten einstürzen. Also die Todesgefahr bestand immer, aber der Mut und der Drang in die Freiheit war halt größer. After their defeat in the Second World War, Germany was split into four zones, controlled by the United States, Great Britain, France and the Soviet Union. In 1949, the three Western zones combined to form West Germany, the Federal Republic of Germany, or FRG. The Soviet Union zone formed East Germany, the German Democratic Republic, or GDR. It now became West versus East, capitalism versus communism. It was the start of the Cold War. Dem Ostsystem und dem Westsystem. Und der Westen, das war eigentlich ja, unser Feind. Ne? Es war ein imperialistischer Staat und war eben, ja, wir waren Feinde im Grunde genommen und wurden schon früh dazu erzogen, ideologisch, dass wir das System als ein ganz besonderes, gutes und zukunftsorientiertes Lebensmodell ansahen. Wie die Russen sagte, ja, ich sag, mein Opa, die haben uns doch vom Faschismus befreit. Ne? Wir waren ja erzogen zur Liebe zur Sowjetunion. Ja? Aber noch, also sag ich mal, bis zu diesem Zeitpunkt war ich doch davon überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ne? Und der Sozialismus wird siegreich sein. Nicht? Wir bauen eine Gesellschaft auf, wo alle gleich sind. Just as the country was divided into East and West, so too was its capital, Berlin. Located within East Germany, the west of the city was an isolated island of capitalism, surrounded by communism. The West German economy soon flourished. It was an economic miracle. In the East, Stalin systematically stripped all of its industrial assets and shipped them back to the Soviet Union. The economy slumped and living conditions deteriorated.
The two worlds collided in Berlin. Meine Eltern lebten in den 50er Jahren in Ost-Berlin und das war die Zeit des Stalinismus, des Aufstands. Massive Propaganda entfaltet wurde, überall an den Straßen hingen große Transparente, dass der Sozialismus siegt und was für vielen Leuten geradezu zynisch vorkam angesichts der Tatsache, dass die Masse der Menschen in bitterer Armut lebte. Natürlich haben wir als Kinder schon mitbekommen, dass es ein völlig anderer Lebensstil war in Ost-Berlin und West-Berlin. Ost-Berlin kam uns wie so ein armes Land vor und wir waren nicht so mit all den wunderschönen Sachen ausgestattet, die es in West-Berlin gab. Zum Beispiel Südfrüchte oder die bessere Schokolade oder schöne Perlongstrümpfe und was es, also es war völlig unterschiedlich. Ne? Die ersten Konflikte sind entstanden, auch in der Schule schon, dass wir keine langen Haare tragen durften als Jungs, weil man der Meinung war, Jungs haben kurze Haare zu tragen. Das war die staatliche Vorgabe gewesen, dass man uns verboten hat, westliche Musik zu hören, dass wir die nicht auf den Schulklassenabenden spielen durften. Wenn wir Partys gemacht haben, wenn wir politische Themen diskutiert haben in den Wohnungen, dann hat der Staat schon mal zugeschlagen und hat einen Überfall auf diese Wohnungen gemacht und Freunde von uns sind ins Gefängnis gekommen. Das war natürlich eine Erfahrung, wo ich gespürt habe, dass dieser Staat seine eigene Jugend bekämpft. From 1950, modeled along the lines of the Soviet KGB, the Ministry of State Security, or the Stasi, was one of the most hated and feared institutions of the East German government. It sought to infiltrate every part of society. It meticulously catalogued every aspect of the daily lives of millions of East Germans, including their intimate personal and family relationships. Nothing would go unnoticed. Kam auch die Geheimpolizei aus Russland, aus Moskau, hier nach Ost-Berlin. Und dann praktisch im Alter von 6 Jahren hätten lernen müssen, dass man in der Schule nicht sagen darf, was man zu Hause. Ich erinnere mich zum Beispiel auch als Kind, dass erwachsene Menschen, die zum Beispiel am Bahnhof Friedrichstraße festgenommen wurden und die dann Tatsache eingesperrt wurden. Denn dieses Einkaufen im Westen und Waren in den Osten zu tragen, war ja verboten. Die kamen ins Gefängnis, hatten hohe Strafen und das Schlimmste war, dass auf dem Bahnhof deren Fotos gezeigt wurden und darunter stand dann eben, das sind die Schmuggler, so ungefähr. Wie Kriminelle wurden die behandelt? Nur weil sie vielleicht ein paar Orangen im Westen gekauft hatten. By the early 1960s, many in East Germany were no longer able to stand the repressive living standards. It was rapidly losing its labor force and population, as an estimated 2.7 million people fled East Germany. The government was desperate to stem this flow of people. On the night of August 12, 1961, while most Berliners were sleeping, barbed wire was strung across the border between East and West Berlin. Telephone wires were cut and railway lines blocked.
Berliners were shocked when they woke up the next morning. What had once been an open border was now closed. Approximately 60,000 commuters could no longer head into West Berlin for well-paid jobs. Families, friends, and lovers could no longer cross the border to meet their loved ones. Keiner hat's geglaubt. Keiner hat's geglaubt. Wir standen da und haben gesagt, das geht nicht. Und nun saßen alle da. Die konnten nicht mehr zurück an ihre Schulen, Arbeitsplätze, Universitäten. Und das kochte natürlich alles. Ne? Es sind ja viele Menschen, haben geflüchtet und haben versucht, unter schwierigsten Umständen da aus Ost-Berlin zu kommen. Manche Leute haben sich abgeseilt aus höheren Stockwerken oder sind in ein Sprungtuch gesprungen. Wir waren natürlich alle unruhig, all die Menschen, die dort wohnten, auch schon in Ost-Berlin, also überhaupt ganz Berlin. Ganz Berlin, fand ich, war voller Unruhe. Eingesperrt im eigenen Land. Und da wird man, da denkt man darüber nach. Mit welcher Berechtigung hat ein Staat oder Menschen dieses Staates, die sich Regierung nennen, das Recht, Menschen im eigenen Land einzusperren? For the overwhelming majority of East Germans, whichever side of the border they went to sleep on the night of August 12th, they were stuck on that side for decades. The wall started out as a barbed wire fence with concrete posts and stretched for 155 kilometers encircling West Berlin, separating it from the rest of East Germany. Wir waren jetzt abgeschnitten. In den Jahren danach war aber nicht zuallererst die Teilung unser Problem, sondern die Unfreiheit. Ja, in den paar Tagen haben wir ja selber nicht gewusst, wie sich alles so entwickeln wird. Nur mein Vater hat dann schon, oder meine Eltern haben dann schon herausgefunden oder sich selbst so gesagt, dass sie keine Zukunft sehen weiterhin und dass die Grenzen, diese Grenze, die sie jetzt geschlossen haben, bestimmt nicht mehr geöffnet wird. Elke's parents saw a window of opportunity to escape, because their apartment block backed onto the new barbed wire border that was rapidly being built. Dann haben wir unsere paar Sachen gepackt und so schnell es ging und haben uns dann auf die Flucht gemacht. Und wir hatten ja in der Familie noch eine Großmutter, die mit uns mitkam. Und ich habe natürlich auch einen Wellensittich, einen Vogel gehabt, den habe ich im Käfig auch noch mitgenommen. Und sage dann immer so, ha, das war wohl der einzige Vogel, der im Käfig geflüchtet war. Ja, mein kleinen Wellensittich, den konnte ich nicht in Ost-Berlin lassen, den haben wir auch noch mitgenommen. Ne? Bis zum Zeitpunkt unserer Flucht unsere Haustür benutzen. Es war sozusagen unsere Chance gewesen. Und ja, das war für uns ein Glücksfall. Ne? Little remains of the wall today, but you can trace its path past many of the city's landmarks. The Brandenburg Gate. Napoleon, Hitler, Presidents Kennedy and Reagan, and Gorbachev have all stood by this icon of German history. And one of the most important chapters in that history is the symbolic role it played in the fall of the wall. The Brandenburg Gate is the most iconic symbol you can find in Germany because it stands for everything what happened to us. It stands for division, it stands for losing a wall, and it stands for unity. And it divided East and West Berlin. We are in East Berlin right now, and if you look through the gate, you see West Berlin. And furthermore, it stood on the line of the Iron Curtain. To be perfectly honest,
the wall, or the effect the wall had had on my grandmother and my mother and her family, it wasn't talked about much. A lot of Germans, even now, you know, talking about the Second World War is relatively taboo. In our family, talking about the wall was almost taboo. And I think that is because they didn't want to turn us against the state, because that was our home, you know, and I was born into it. And they didn't want to disadvantage their children by filling them with bitterness. As the wall grew higher and higher to suppress any thoughts of escape, a more permanent structure emerged, made out of concrete blocks and topped with barbed wire. Niemand damals in meinem Bekanntenkreis wäre auf die Idee gekommen, da zu versuchen, drüber zu klettern, weil jeder wusste, dass das praktisch den Tod bedeutet. Insofern ist für mich die Mauer immer mit dem Gefühl von Angst und Ohnmacht und perfekter Kontrolle verbunden. Wir sollten vom Westen abgeschnitten werden, wir sollten also eingemauert sein. When it was first built, it was just a single wall to imprison the population. But over the years, it evolved into a series of defenses, culminating in an area known as the Death Zone. Wenn ich jetzt selbst der Flüchtling wäre, unter Todesangst, ich will aber rüber in den Westen, musste ich viele Hindernisse überwinden, immer in Todesangst. Das erste Hindernis ist diese Plattenwand, die immer noch hier steht, in der Bergstraße. Man musste sich anschleichen, über diese hohe Wand, die 2,50 Meter, 3 Meter hoch ist, rüberklettern. Dann kam auch schon das nächste Hindernis, Eisenträger, die darüber getragen sind, Abzäunung, Signalzäune. A bed of steel spikes, known as Stalin's carpet, lay at the foot of the fence as an added deterrent. Und wenn man diesen Zaun anfasste, löst es entweder ein Lichtsignal aus, die Leuchtpatronen schossen hoch, und die Grenzposten konnten links und rechts sehen, in welchem Abschnitt sich der Flüchtling sozusagen bis zur Vorlermauer bewegte. You then had to get past the tank traps, designed to prevent an escape by car or truck. Dann war das freie Sicht- und Schussfeld. Links und rechts waren Postentürme und auf dem Postenweg waren die Soldaten mit Gewehren. 7,000 soldiers were deployed to this death strip and they were commanded to shoot to kill. If you made it past all this, the 12-foot-high border wall was the final obstacle. Und sie hat oben diese runde Rolle da drauf, dass ich nicht rübergreifen kann. Von anderen Flüchtlingen weiß ich, man hat sich so Wurfanker, Seile geworfen und so rüber. Das ist ein großer Abschnitt, das sieht hier zwar schmal aus, und selbst wenn ich hier nur eine Minute hier in diesem Bereich bin, bin ich ständig einer Todesgefahr ausgeliefert gewesen. At least 140 people lost their lives trying to escape across the Berlin Wall between 1961 and 1989. As the wall's defenses grew, so did the Stasi's infiltration of the population. It maintained a greater surveillance over its people than any other secret police force in history. In Diktaturen ist die Angst allgegenwärtig. Und
wenn man etwas Gefährliches besprechen wollte, ging man eben auf die Straße oder machte das Radio an oder den Wasserhahn an, damit das nicht abgehört werden konnte. Also es wurde sozusagen verinnerlicht auch im Alltag, diese Angst vor dem eigenen Staat. Man sagte dann, wenn drei Leute zusammensitzen, ist einer ein Spitzel. Jeder, der dieses Land verlassen wollte, war ein Staatsfeind. Michael Kaiser was 16 when his family were caught trying to escape through Hungary. They were returned to East Berlin, but the Stasi kept a close eye on the family. Michael was interrogated weekly. For the Stasi, no one was beyond suspicion. Ihre Mittagspause machen, da haben sie mich dann rausgeschmissen. Also bin ich dann immer so eine Stunde über den Alexanderplatz geschlendert und habe mir dann auch meine Bockwurst gekauft, weil man ja auch was essen wollte. Und das hat mir tagelang eine Vernehmung gekostet, weil man mich immer wieder fragte, ich habe immer nur eine Bockwurst gegessen, jetzt habe ich zwei gegessen, wen ich damit ein Zeichen setzen wollte. Wer denn da noch wäre, den ich da irgendwas mit den Vernehmungsoffizier zu sagen, dass ich einfach mal Appetit auf eine zweite Bockwurst hatte, das hatte er nicht akzeptiert. Es ging tagelang immer wieder, nein, wir fangen noch mal von vorne an. Wer war denn da noch, den Sie mit der zweiten Bockwurst ein Zeichen geben wollten? Sag ich, hatte nur Hunger. Na gut, dann fangen wir noch mal von vorne an. Und das ging tagelang, bis dann irgendwann mal Ruhe war und die das dann angenommen hat, dass der kleine Junge mit 16 einfach mal Hunger hatte. The Stasi infiltrated almost every aspect of East German life to eradicate any opposition to the regime. The goal was to secretly demoralize people by damaging their reputation, by undermining them at work, and by destroying their personal relationships. Deswegen hat die Stasi ein in der Geschichte wirklich einmaliges Überwachungssystem entwickelt. Verstärkte Überwachung, Zersetzung, das war eine Methode, wie man jemanden praktisch unter Psychoterror setzt, ohne ihn in Haft zu nehmen. They used a wide range of techniques, including wiretapping, bugging, and surveillance, and more subtle means, like smear campaigns, blackmail, and spreading false information. But their most effective weapon was a vast network of citizens turned informants. People from all walks of life, like tram conductors, janitors, doctors, nurses, and teachers. Es sollte ein neuer Typus von Mauer gebaut werden, der noch intelligenter die Leute abhält. Hinweise auf feindliche, kritische oder wie auch immer die Sicherheit des Staates gefährdende Aktivitäten, Gedanken, dass die erfasst wurden wie so ein Seismograph. Und wenn man dann herausfand, dass jemand nicht loyal war oder, wie Sie es nannten, feindlich negativ eingestellt war, dann wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen. At its height, the Stasi had one informer for every 6.5 people. By comparison, the Gestapo employed one secret policeman per 2,000 people. The notorious Hohenschönhausen was the Stasi's main prison. There were 200 cells and interrogation rooms for political prisoners and those who attempted to leave the country. Officially, it didn't exist,
and for many years it didn't appear on any maps. Few Berliners had any idea what went on behind its walls. Edda Schoenherz works as a tour guide in the prison, but she's best known as one of East Germany's TV presenters. She felt the presence of the Stasi every day. Von der Stasi beobachtet fühlte ich mich erst in meinem Beruf als Fernsehjournalistin. Diese Arbeit hat mir Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht, aber man stieß immer an Grenzen. Also es war alles zensiert, die ganzen Texte, die man im Fernsehen gesprochen hat. Es war eine Überwachung, der Journalist wurde überwacht, dass er gar keine falschen Angaben oder irgendetwas gegen den Staat sagen könnte oder so etwas. Es war dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, also ich möchte jetzt ausreisen aus der DDR. Dieses System gefällt mir nicht. Ich will anders und freier leben und auch für meine Kinder. Whilst on holiday in Budapest with her two children in 1974, Edda made the mistake of inquiring in the embassies of West Germany and the USA about the best way to leave East Germany. Wir sind dann nach Hause gefahren von Ungarn, zwei Tage später, als wir in der Botschaft waren. Und unten an der Gangway stand schon ein Mann, als wir einstiegen in das Flugzeug. Und der kam mir schon so ein bisschen eigenartig vor. Da habe ich gesagt, ich glaube zu meinen Kindern, wir sind jetzt nicht mehr allein. One week later, at 7:30 in the morning. Ich lag noch im Bett und da ging die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen noch mal herein. Stattdessen stehen da 12 Stasi-Männer und eine Frau vor meinem Bett. Kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhalts. Edda was arrested and taken to the Stasi headquarters and interrogated for 2 days. In the very cells she now walks each day. Und dann hat man mir gesagt, weshalb man mich anklagt. Staatsfeindliche Verbindungsaufnahme, illegales Vorbereiten zum Verlassen der DDR und die Visenvergehen. Das habe ich mir angehört und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte jetzt einen Anwalt sprechen. Und dann ist der hinter dem Schreibtisch hochgesprungen, hat sich halb tot gelacht und hat gesagt, Anwalt, was ist das? Sie haben doch uns. Und wenn Sie einen Anwalt benötigen, dann werden wir das bestimmen. Und damit war mir klar geworden, man war der Stasi ausgeliefert. Edda was sentenced to 3 years here at the Hohenschönhausen prison, where now as a guide, she can reveal firsthand what it felt like to be at the mercy of the Stasi. When the East German government built the wall, they failed to take into account the ingenuity and creativity of those willing to risk everything to escape the communist system. While some flew over the wall in a hot air balloon or used a zip wire to escape, soldier Konrad Schumann was caught on camera jumping over the barbed wire. But several hundred took advantage of the soft, sandy soil to tunnel under the wall. Drüber oder drunter. Und Fluchttunnel war sozusagen eine Möglichkeit, in den Westen zu kommen. Und das ist ein spezielles Phänomen in Berlin. Fluchttunnel in Berlin. Davon gab es rund 75. Von diesen 75 waren aber nur 25 erfolgreich. But the tunnels were dangerous. They were built by students. Also sie sind sehr schmal. Es gibt den schmalsten Tunnel, in den ich selber auch eingestiegen bin. Der war nur 80 cm hoch und 60 breit. Das wäre so, als wenn sie unter einem Stuhl durchkriechen. Und das auf 40 bis 150 Meter Länge. Und was besonders deutlich rüberkommt, die Aussteifung von dem Tunnel, dass der eben nicht einstürzt,
musste man mit einfachen Brettern aussteifen. Man konnte ja nicht in den Baumarkt gehen, sich was kaufen, das wäre sofort aufgefallen. Man hat konkret an einer Stelle einen Fensterrahmen genommen. Es war eine furchtbar aufregende Zeit, denn wir hatten ja Radio. Hörten wir, heute ein Tunnel, es sind 30 Leute durchgekommen. Heute ein Tunnel, er ist zusammengebrochen, weil ja keine Ingenieure bauten. Heute ein Tunnel, Wasser reingelaufen, ein Wasserrohr geplatzt. Und dann wieder ein Tunnel, 70 Leute haben es geschafft auf dem Bauch und so. In dem Tunnelgang haben wir noch von einer Lichterkette, von einem Weihnachtsbaum, die Beleuchtung ausgraben können. Das wurde zur Beleuchtung des Tunnels genommen, aber auch als Signalleitung. Wenn eben oben die Grenze oder verdächtige Person kam, hat jemand im Haus das Licht ausgeschaltet. Und dann wussten die Gräber unten in der Tunnelröhre ganz still sein, nicht graben. Die ganze Aktion war schon aufregend, weil man ja also die Nachrichten im Kopf und im Ohr hatte, nicht? Und wir wussten ja, das war also, was uns bevorstand, wenn wir in so einen Tunnel kommen und vielleicht kriechen oder das, was geschossen wird oder irgendwas passieren kann, das wusste ja jeder. Und in dieser Situation wollten meine Eltern vor lauter Angst schon gar nicht mehr. Aber ich natürlich, ich wollte. Despite the dangers, Renate and her family decided that a tunnel was the only way to escape the regime. Secretly, they joined a small group of about 30 people and waited until the escape plan was ready. Und es war also im Februar 63, dass wir also über Kurier den Auftrag kriegten, in die Brunnenstraße mit dem Auto zu fahren, dann an einem bestimmten Platz das Auto abstellen sollten und dann zu dem Haus 45 Brunnenstraße laufen. Und da würde ein Codewort nötig sein. Wir sollten rufen, ist hier Herr Lindemann? Und dann würden wir also zu dem Tunnel über Kuriere geleitet werden. So war der Plan. But when they got to number 45 Brunnenstrasse, they were told to return home. Es hatte ein Agent der Stasi sich in diese Organisation reingeschmuggelt und hat von Anfang an hat die Stasi diesen Tunnel mitgebaut. Renate and her parents were arrested and detained. Morgens alleine in der Zelle aufgewacht und habe nicht gewusst, ob ich in Berlin bin. Dass ich eingesperrt bin, habe ich gewusst, aber wusste nicht, wo ich bin. Hat man mich einfach schmoren lassen, 6 Wochen lang. She then found out she was in Hohenschönhausen prison, feared throughout Germany for its physical and psychological torture. Briefe konnte man nicht schreiben in der U-Haft. Aber ich habe rausgekriegt immerhin, dass meine Mutter nicht eingesperrt war. Die wollte man also wahrscheinlich noch ein bisschen ausspionieren, was er für Kontakte hat. Also eindrücklich würde ich sagen, ich habe ja viele Haftanstalten durchlaufen. Es ist einer der schlimmsten, psychologisch, psychisch ist eines der schlimmsten. Rein Psychoterror. The prison is a museum today, and visitors can only imagine the levels of terror that prisoners like Renate and Edda faced every day. Und gleichzeitig geht über der Tür in dem Kasten da oben das Licht an. Und da ist ein fieses, helles Licht drin. Immer wenn der da reinguckt, besonders nachts, strahlt ein dieses fiese, helle Licht mitten ins Gesicht. Das bedeutet permanenter Schlafentzug.
Und das ist eine alte asiatische Tötungsart, wenn ich einen Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen lasse. Einer war das 22 Stunden ununterbrochen. Dann glaubten sie natürlich, irgendwo wird er sich widersprechen und da werden wir irgendwas rausbekommen. Bei mir gab es nichts zu widersprechen. Wir wurden gegeneinander ausgespielt und wir wurden also Misstrauen geschürt. Und wenn Sie sich vorstellen, die alten Wärter, die mich mal da bewacht haben, die leben zum Teil noch. Throughout her interrogation and trial, Renate never had a lawyer. She was sentenced to 2 years in prison. Jeden Morgen beim Aufstehen das große Fragezeichen, warum sitzt du eigentlich im Gefängnis? Trotzdem. Warum? Viele tausende Menschen sind durch meine Führung gegangen. Und viele habe ich wachgerüttelt, aufzupassen, was es bedeutet, in einer Diktatur leben zu müssen. In 1989, East Germany was celebrating the 40th anniversary of the communist state. But mounting unrest with the leaders of the regime boiled over onto the streets. Mikhail Gorbachev, the Soviet leader, had opened the door to change by introducing a series of social and political reforms across Soviet-controlled Eastern Europe. A chink of light could be seen through the Iron Curtain. As Gorbachev celebrated in East Germany, thousands demonstrated for freedom and democracy. In Leipzig, there was a 70,000 strong candlelit march. There were fears the protest would be brutally suppressed, but there was no bloodbath. On the night of the 9th of November, in a live news conference, Gunter Schabowski, a bumbling Politburo member, mistakenly gave the impression that the wall was to open immediately. His error was fatal. Today we have decided to introduce measures permitting every citizen of the DDR to leave for the Federal Republic by any crossing points. Durch das Missverständnis mit Schabowski abends in der Pressekonferenz gingen dann die Massen zur Mauer. Und weil dort Massen waren, die plötzlich in den Westen wollten, haben sie faktisch die Mauer überrannt. Die meisten DDR-Bürger haben abends im Fernsehen in den Westen geschaut. Roland Jahn was a journalist who had campaigned as an outspoken student for the release of political prisoners. Classified as an enemy of the state, he became the first East German to be forcibly removed from the country and separated from his family. Diese Nacht der Maueröffnung und ich habe als Journalist Sendungen gestaltet und ich hatte das Glück, die ersten Bilder der Maueröffnung sozusagen on TV zu kommentieren. Nach dieser Sendung bin ich auf dem Weg in Richtung Osten, bin ich sozusagen von West nach Ost. Und ich bin natürlich nach Hause. Nach Hause, nach Jena, nach Hause zu meinen Eltern, dort, wo meine Heimat ist. Sie wussten, dass ich komme. Sie haben die Bilder der Maueröffnung gesehen im Fernsehen. Und sie wussten natürlich, dass ihr Sohn nach Hause kommt. But soon after the TV cameras had gone, reality set in. The morning after the wall had fallen, you know, when my boyfriend and I woke up again in our little flat in Prenzlauer Berg, we were pretty down. You know, the whole
euphoria of the night before had evaporated, because what had happened is that all the good people of East Berlin and of East Germany had gone over to get their 100 D-marks welcome money, to feast on bananas and get their can of Coca-Cola, and they didn't care about politics anymore, and we didn't know what the future was. East Germany went into a decline as a recession took hold, causing massive unemployment, while the West experienced a mini boom. Plötzlich merkte man, man ist nicht so leistungsfähig wie die im Westen. Die Spitzenpositionen werden besetzt mit denen aus dem Westen. Und plötzlich entwickelte sich relativ schnell ein Bewusstsein, Second Class Citizen zu sein. Das heißt, viele sprachen von Kolonisierung, dass der Osten gewissermaßen kolonisiert wird, weil alles nach dem Maßstab des Westens. Of course, the Western media, they portray something different. History is always a history of the victors. And they portrayed the whole process of the wall coming down and of reunification as a process of liberation. Whereas it was just a process of one country taking over another. In January 1990, 2 months after the wall came down, the regime realized its days were numbered. The Stasi began destroying their life's work, shredding and burning files. The people suspected that the files were being destroyed, which triggered the storming of the headquarters. What they discovered was 17 million index cards and 1 billion sheets of paper. Nothing had been computerized. Roland Jahn was one of the first to enter the building. Das Entscheidende war aber auch, dass wir darauf geachtet haben, dass die Dokumente der Staatssicherheit, dass das Archiv der Staatssicherheit nicht verwüstet wird von Demonstranten, sondern dass diese Akten erhalten bleiben, damit wir aufklären können über die Machenschaften der Staatssicherheit, aber auch insgesamt über die SED-Diktatur. What followed was a heated debate. The new democratic government feared that if the files were allowed to be read, there would be acts of revenge against former Stasi agents. But others argued that everyone should have the right to see their own file. In 1992, the files were finally opened to the public. Today, Roland Jahn is the elected head of the Stasi archives, responsible for their preservation. He knows from personal experience the disturbing information they contain. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so nah dran waren, dass sie Fotos hatten vom Haus, vom Treppenhaus, vom Flur, den Briefkästen, dass sie sogar eine Skizze hatten von der Wohnung, von meinem Wohnzimmer, wie welche Möbelstücke stehen. Und am meisten schockiert hat mich, dass sie sogar den Schulweg meiner damals 8-jährigen Tochter analysiert haben. In 1999, I went to have a look at my documents in the Stasi archives. And to my great surprise, there were 3 documents there. The report by the local cop when I was 16. The second document, which with hindsight, you laugh about it because it looks like German bureaucracy gone mad. It was a form. They obviously knew I was going to meet my Austrian boyfriend in Prague, and we were traveling there. And there was a form with little boxes, you know, reasons for traveling, and there were such lovely things as
Industrial espionage, political espionage, prostitution. And then there was a box called Liebesinteresse, love interest, and somebody had ticked that box. So they knew exactly when we were going, who I was meeting, and that we were in a relationship. Die Stasi hat alles versucht, um uns und mich und meine Kinder sogar auseinanderzubringen. Ich kann jetzt nicht in Zorn und Hass zurückblicken. Das bringt nichts. Das würde mich vernichten. Dann hätte die Stasi das erreicht, was sie wollte. Sie hat ja mein Leben kaputt gemacht. Edda and others who fought for so long against the regime are determined to educate the next generation of what life was like before the wall came down. Mich überrascht nur, was sie wissen. Sie wissen gar nichts. Sie sind in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen und sie wissen nicht, was es bedeutet, in einer Diktatur leben zu müssen. Sie haben alle Freiheiten. Even though the Berlin Wall has all but disappeared, for the head of the Stasi Prison Museum, Hubertus Knaber, its effect, even after 30 years, should never be forgotten. Wir haben pro Jahr ungefähr 250.000 Schüler hier und die sind alle nach dem Ende der DDR geboren worden. Und hier können Sie so ein bisschen wenigstens vielleicht nachvollziehen, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Und deswegen ist dieser Ort, glaube ich, heute vor allem wichtig als ein Ort der, wenn man so will, Demokratieerziehung oder der Demokratiebildung, gerade für junge Menschen. Zerstört worden ist. Die Mauer zeigt eben, wie solche Regime funktionieren und dass sie nur überleben können, wenn sie ihre Bevölkerung selbst einsperren und in Angst und Schrecken verjagen.